Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe wieder was Schönes mitgebracht. Ich habe ja immer viele Ideen und es gibt so unendlich viele tolle Materialien, vor allem um diese Jahreszeit. Es geht jetzt langsam in den Herbst und ich möchte einen Sonnenblumenstrauß mit Knöterich binden. Und zwar nicht den Knöterich längs, also das ist der Knöterich, sieht fast aus wie Bambus, heißt auch Rhinautria. Knöterich, ich spiele noch mal ein Foto ein von Knöterich in der Natur. So, willkommen im Gebüsch. Und das sind also diese Pflanzen, dieser Knöterich, die du bestimmt schon oft gesehen hast. Und hier sieht man auch, das sind jetzt die älteren Hölzer, ja, die vertrockneten. Und die frischen, naja, Hölzer sind das ja nicht, die Stiele. Und die haben hier diese großen Blätter dran. Das sind hier die großen Blätter mit dem Knöterich. Ich glaube, die städtischen Gärtner, die kämpfen immer emsig, um diesen Knöterich zu beseitigen. Und wenn man dann fleißig geerntet hat, dann sieht das so aus. Und oh, das hat schon eine ganz tolle Wirkung. Das könnte ich mir fast schon als Fototapete für mein Zimmer vorstellen. Ja, aber so viel dazu, wo der herkommt und wo man den findet. Und auch die trockenen Stiele, mit denen kann man immer noch sehr schön zum Beispiel Orchideen dekorieren. Ja, das sieht auch sehr, sehr schön aus. Und man könnte auch den Knöterich, Moment, wo habe ich noch ein Stück? Man könnte den halbieren. So, hier zum Beispiel, man könnte den halbieren, weil hier sieht man, dass der eigentlich ganz toll aussieht mit diesen Fächern, die der so drin hat. Und könnte da auch noch mal was Dekoratives machen. Ach, da fällt mir bestimmt noch was. Allerdings zum Schneiden eine lange Hose anziehen, weil da, wo Knöterich wächst, da wachsen ganz oft auch die Brennnesseln. Und ich glaube, da ist man dann besser geschützt. Du hast den ganz bestimmt schon oft irgendwo gesehen. Sind nicht alle so dick. Das sind natürlich jetzt echte Prachtexemplare. Und je weiter oben die sind, desto mehr verjüngen die sich. Die Seitentriebe, die habe ich jetzt einfach abgeschnitten. Und dieser Knöterich, der lässt sich auch wunderschön im Strauß querlegen. Das sieht dann ganz, ganz toll aus. Ich habe jetzt hier so ein kleineres Stück. Und im Gegensatz zu Bambus lässt sich Knöterich, muss man ein bisschen mit Schmackes, so zack, lässt sich Knöterich im Gegensatz zu Bambus auch mit einem Messer schön schneiden. Ganz toll ist natürlich, wenn diese schöne, frische Schnittstelle, wenn man die hier hat, der hat auch wie Bambus immer in diesen, ja, wo diese Streifen sind, da ist natürlich auch hier so eine Abtrennung, ja. Und also wie gesagt, man muss ein Messer nehmen. Wenn man den mit dieser Baumschere schneiden will, dann splittert der oft. Also besser ist es, den mit Messer zu schneiden und nicht in die Hände. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und weil dieser Schnitt so schön ist, gehe ich her und zack. Ja, genau. Klack. Also man hört auch, der hat ein bisschen Gewicht. Und den möchte ich gerne in meinem Strauß querlegen. Damit ich den querlegen kann und der natürlich auch nicht dann gleich wieder abhaut, brauche ich wieder Draht. Möglichst einen, Moment, muss ich den richtigen finden, möglichst einen grün lackierten Draht, weil der andere Draht, der rostet ja. Ja, der, wenn ich diesen schwarz geglühten Draht nehmen würde, Moment, der ist noch zusammengepackt, hier diesen, der rostet im Wasser, ja, und der andere, ich sag mal, an der Schnittstelle ein ganz, ganz, ganz klein wenig. Aber überall, wo der grün lackiert ist, ist es der Schutz, dass der nicht rostet. Und ich nehme den Draht. Ich möchte diesen Knöterich also in meinen Strauß reinlegen. Nehme den Draht. Und was ich immer ganz gern mache, ist, vor allem wenn der Draht ein bisschen fester ist, dann mache ich diese Stelle, wo ich den Knöterich quasi, wo ich es fixiere, gehe ich auch mit einer Kombizange oft her und ja, mach diese Drahtverschraubung quasi mit ein paar Umdrehungen fester. Ist jetzt bei so einem dünnen Draht, naja, ist es nötig. Also ich kann das mit den Fingern nicht so festdrehen wie mit der Kombizange. Ich muss auch öfters selber nach Worten suchen, sorry. So, dann habe ich mitgebracht einen wunderschönen Amaranthus oder auch Fuchsschwänzchen. Das ist jetzt natürlich im Herbst, gibt es die jetzt. Das Fuchsschwänzchen, also dieser Fruchtstand, der hält immer länger als die Blätter. Deswegen ist der erste Griff von mir
Ich mache immer erstmal die Blätter raus. Ja, die muss man leider so einzeln ausknipsen. Ist ein bisschen Arbeit, aber die Blätter werden dann schlapp und das sieht nicht so schön aus. Und deswegen mache ich die Blätter ab und auch am Stiel mache ich alles, was hier ist, mache ich am Stiel, putze ich weg. Ja, so, weil wenn wir die bekommen, dann haben die noch viel mehr Blätter. Also ich habe vorhin schon beim Anschnitt ziemlich viele Blätter weggemacht. Aber was wir ganz oft machen, ist, bevor man das in den Strauß bindet, macht man auch noch mehr Blätter weg. Desgleichen bei den Sonnenblumen. Da mache ich auch die Blätter weg, weil ich möchte natürlich meine haltbareren Blätter im Strauß. Die möchte ich dann als Begleitwerk reinmachen und lasse jetzt nur so ein kleines Blättchen dran. Blätter nehmen dem Sonnenblumenkopf Kraft. Deswegen mache ich die ab. Ich mache die mit dem Messer ganz gern ab, weil wenn ich die so ziehe, dann habe ich oft noch so einen Faden, der sich oft bis unten zieht. Jetzt gerade nicht, aber das ist der Vorführeffekt. Das ist normal. Die Rosen, die sind schon abgedornt, sind schön schräg angeschnitten. Auch hier viele, viele Blätter ab. Ist immer das Beste. Das sind wunderschöne große Rosenköpfe und haben auch noch mal so einen zart pinkfarbenen Rand, der natürlich ganz toll zu dem Amaranthus passt. Ja, es ist immer so eine Harmonie, dass sich gewisse Farben widerspiegeln. Und was auch sehr, sehr schön dazu passt, ist das Serum. Das ist jetzt das Naturserum. Das ist nicht gefärbt, gibt es aber auch ganz oft gefärbt. Eignet sich auch sehr, sehr gut für Herbstkränze. Und ich wollte noch ein bisschen was Herbstliches reinbringen, herbstliches Element. Die feinen Hagebutten sind die kleinen. Mach auch hier die Blätter ab, weil man sieht schon jetzt nach einem Tag danach, dass die Blätter jetzt schon ein bisschen welk sind. Und da halten die Blätter nicht so lange wie die Früchte. Ist normal. Das ist immer so. Und deswegen mache ich die dann gleich raus. Ich habe wieder meinen schönen buschigen Efeu. Ach, buschiger Efeu ist so herrlich. Ich habe im letzten Video, da zeige ich nochmal die Infocard, da habe ich meinen Strauß, ich glaube, aus nur einem Stiel Efeu gebunden. Das ist auch so ein schöner buschiger Efeu und der füllt wunderschön den Strauß. Und da zeige ich auch nochmal oben die Infocard im Kästchen dazu. Da habe ich dir gezeigt, wie man diesen Strauß bindet. Und normalerweise lege ich, also beginne ich einen Strauß, indem ich die Blüten und Grün gemischt anlege. Heute mache ich es anders. Heute binde ich mir eine Grünbasis. Der Grund, warum ich das so mache, ist, ich möchte gerne den Knöterich reinlegen. Und jetzt habe ich also eine kleine Basis. Ich nehme den Knöterich, habe ja auch den Draht, ja, mit dem ich den fixiert habe. Und Moment, muss ich den Draht natürlich kurz in die Mitte bekommen. So, und lege den Knöterich in den Strauß rein. Und damit er fest wird, muss ich jetzt schon noch ein bisschen Grün anlegen. Und habe hier unten auch Drähte, die hier rauskommen von dem Knöterich. Die wickle ich, um sie zu fixieren, um einen Grünstiel herum. Ja, damit dieser Knöterich, und wenn ich den jetzt umdrehen würde, dann kommt der nicht mehr raus. Ja, weil den feinen Draht, den könnte ich gar nicht so leicht festhalten. So, im Moment ist das alles noch ein bisschen wackelig. Ich brauche noch ein bisschen einfach Grün, um das Ganze zu stabilisieren. Und ich habe ja auch schöne Blüten. Das heißt, ich binde jetzt meine Blüten in den Strauß. Und dann bekomme ich auch Stabilität. Alternativ könnte ich natürlich auch noch festere Drähte für den Knöterich nehmen zum Fixieren. Das ist immer eine Materialfrage. Also es ist, je fester die Drähte, desto sicherer fühlst du dich beim Straußbinden. Das heißt also, einen richtig schönen, festen 10er oder 12er gelackten Draht, wenn du den nimmst, dann hast du natürlich eine super stabile Basis und dann ist der Knöterich ja auch noch fester. Aber sobald ich das Grün rundum anlege zum Fixieren, wird auch hier in dem Strauß die Stabilität natürlich gewährleistet sein. Ja, ich finde es auch schön. Es ist jetzt Herbst. Die Fruchtstände sind wunderschön.
Und ich liebe diese Zeit. Und man bekommt nie so schöne leuchtende Farben in Sträußen wie jetzt im Herbst. Das ist traumhaft schön. Und das Sedum füllt natürlich sehr, sehr schön den Strauß. Und mein Gedanke war, die Fuchsschwänzchen so zu integrieren. Du siehst, ich muss auch immer erstmal so die Plätze suchen für die Blüten, dass sich nachher, dass das so schön hier einfach rausläuft über den Knöterich. Und damit ich diese schöne Wirkung im Strauß habe, habe ich auch zwei Fuchsschwänzchen genommen. Ich wollte es gar nach zwei Seiten integrieren. So, du siehst also alles, der Amaranthus wandert so ein bisschen, während ich binde. Ich muss also schon gucken, dass ich das auch immer alles entsprechend arrangiere. Und die Form für diesen Strauß, die bekomme ich natürlich dann durch meine Umrandung, beziehungsweise durch das Grün. Ich schneide auch manchmal so eine Efeuknospe wieder raus, wenn die zu weit hoch steht. Um eine perfekte Form zu bekommen. So, Entschuldigung, ich bin jetzt mit dem Strauß gerade aus dem Bild gegangen. Und auch hier nehme ich wieder dieses wunderschöne Weinlaub. Aber bevor ich das Weinlaub nehme, nehme ich wieder diesen tollen, fädrigen Korallenfarn, lege den einfach an. Und also mit einem Korallenfarn ist eigentlich der Strauß schon so toll abgedeckt von unten. Und dann mache ich einen schönen grünen Abschluss mit Weinlaub. Das ist ein wunderschön, das ist natürlich der Traum, ja. Das ist fast schon zu groß, was ich da gerade in der Hand hatte als Abschluss für diesen Strauß. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man so schönes festes Weinlaub, und das ist jetzt eine Jahreszeit, zu der dieses Weinlaub schon so toll stabilisiert ist. Und man sieht auch, also dieser tolle Abschluss macht den Strauß so richtig, ja, macht natürlich auch einen wertigeren und größeren Strauß daraus. Und damit das Weinlaub wieder schön gestützt wird, man merkt sofort, wenn ich mit dem Kirschlorbeer stütze, dann bekommt das Weinlaub so eine ganz tolle Stabilität. Also vor 2 Monaten noch hätte ich nie so tolles, ausgegrüntes Weinlaub bekommen. Und auch das dauert jetzt wirklich kurze Zeit an. Und die Zeit wird leider schnell wieder vorübergehen, wenn du die Videos guckst, und das auch da auf solche Dinge achtest, dann wirst du sehen, dass in einem Monat wird das Weinlaub dann braun und dann ist die Zeit vorbei. Und dann muss man leider wieder andere Sachen suchen, um die Sträuße zu stützen. Aber noch ist Sommer, noch gibt es diese Sachen und noch kann man die ganz, ganz toll ausnutzen. Und deswegen gebe ich auch immer gern diese Hinweise, weil ich bin da schon sehr, sehr aufmerksam, was man so aus der Natur alles verwenden kann. Und deswegen, ja, ist mein Augenmerk auch tatsächlich darauf, dass ich diesen, ja, YouTube-Naturkanal dir biete mit diesen schönen, natürlichen Sachen, und wo ich immer erkläre, wie du welche Sachen findest. So, das ist jetzt der Blumenstrauß, der sommerliche Blumenstrauß mit Knöterich und Sonnenblumen gebunden. Mit diesem Knöterich nur quergelegt, und man sieht jetzt auch, jetzt hält der Knöterich, der wackelt jetzt nicht mehr, und den habe ich jetzt auch wunderschön einfach fixiert und reingebunden. Ja, so einfach geht das. Und ich hoffe, ich konnte dir eine gute Anleitung geben, das nachzumachen, und wünsche dir ganz viel Freude beim Nacharbeiten,
Und freue mich auch über die Kommentare, wenn ihr das so ausprobiert. Und habe auch schon ganz tolle, begeisterte Kommentare bekommen, dass es auch wirklich toll klappt. Und eine Dame hat noch gefragt, das muss ich nochmal sagen, hat gefragt, wie das denn mit der Spirale geht. Ja, wie man in der Spirale anlegt. Das vielleicht noch als kleiner Anhang. Ich nehme jetzt nochmal einen Weinlaubstiel. Also als Rechtshänder halte ich den Strauß in der linken Hand und rechts, ich lege an, indem ich, also das ist jetzt mal gedanklich der Blütenkopf zeigt zu mir und der Stiel zeigt von mir weg. Ja, also so lege ich an, indem ich immer dann rechts am Strauß dran, ja, also weil hier öffnet sich ja meine Hand und den Stiel lege ich von mir weg an. Also das ist immer das Anlegen und das Binden in der Spirale, weil hier sieht man ja auch, dass die Stiele alle in der gleichen Richtung sind. Ja, also das nochmal zu der speziellen Frage. Ganz liebe Grüße und ich hoffe, dass es jetzt in Zukunft gut klappt. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Ganz liebe Grüße, viel Spaß beim Sammeln der herbstlichen Materialien und bleibt dran an meinem Kanal und empfehlt mich weiter. Bis bald, eure Margit. Tschüss! Thank you.